Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Hogwarts Legacy. Wir sind in Arryshire und sollen hier nach Mary suchen. Die Stadt wurde etwas von Spinnen überrannt. Man sieht es hier auch an den Häusern. Überall Spinnenweben. In der letzten Folge haben wir hier den Kampf gegen die Spinnen dann noch geführt. Jetzt werden wir mal nach Mary gucken. Da finden wir sogar noch einen Spinnenfangzahn. Mary? Oh nein. Oh. Das muss Mary sein. Die Ärmste. Contringo! Ja, das tat bestimmt weh. Ha, ich habe wie gewünscht das Spinnengift ausgeliefert. Ich erwarte prompte Bezahlung. Die neuen Spiderlinge in meiner Werkstatt im Keller sind beinahe geschlüpft. Ich kann bald mehr Gift liefern, nachdem ich für die letzte Lieferung bezahlt wurde, natürlich. Mary Portman. Wenn Mary diese Dinger in ihrem Keller gezüchtet hat, gibt es da unten noch mehr? Ich muss wirklich jede Spinne in diesem Keller vernichten, wenn das enden soll. Ja, wer züchtet denn freiwillig Spinnen? Okay, hier oben ist nichts. Schade. Da oben ist ein Sack. Gucken wir mal, ob wir den von außen erreichen. Jo, der ist oben hier auf dem Dach. Perfekt. Und hier müsste auch der Keller sein. Guck mal, wir können zaubern. Guck mal, wir können zaubern. Okay, jetzt aber. Mary Portmans Keller. Na Mensch. Da bin ich mal gespannt, wie viele Spinnen denn hier unten wirklich hausen. Suche nach dem Nest. Als Mary die Spinnen hier gezüchtet hat, sind sie jetzt nicht da. Rebellion. Also ich glaube, so einen riesigen Keller wünscht sich jeder irgendwie. Das ist kein gutes Zeichen. Diese Spinnen müssen irgendwo sein. Das ist auf jeden Fall eine Menge Platz. Eine Leiter. Ich will gar nicht wissen, wohin die führt. Egal, was mich dort unten erwartet, ich sollte auf alles gefasst sein. Oh ja, da sehen wir schon die Spinneneier. Eiersäcke. Ich muss sie alle finden und zerstören, bevor die Lage noch schlimmer wird. Ein Eiersack nehmen. Okay, da weg. Das wird eure Eltern sicher wütend machen. Contringo! Contringo! Weg mit dir! Was wir noch machen können, ist den Zauber dazu holen. Machen wir hier wieder Levioso ran. Hier sind ein paar Truhen. Mal gucken, was da so drin ist. Okay. Weg mit dir. Rebellion. Ekliges Spinnenviech. So, hier haben wir die Säcke auf jeden Fall schon zerstört. Da haben wir noch einen Spinnenfangzahn. Von dort aus kamen wir. Ja, da geht's hoch. Gucken, vielleicht kommen wir ja hier noch irgendwie ran. Wie kommt man die ran? Dadurch. Kein gutes Gefühl, dass sie mich sehen, aber ich sehe nicht. Ja, da kommt schon wieder eine Spinne.
Aber die wandert da so ein bisschen lang. Meine Hälfte ist geschafft, aber ich muss alle Eiersäcke zerstören. Komm, bring! Incendio! Komm, bring so! Hi, du auch noch. Das war's hier mit den Spinnen. Meine Güte, sind aber wirklich viele. Okay, hier haben wir soweit alles. Eine silberne Brille. Da kommen wir nicht durch, aber da hoch geht's noch. Über diesen Weg. Mal gucken, was hier oben sich noch so verbirgt. Auf jeden Fall mehr Spinneneier, das ist gut. Die suchen wir ja auch. Moin. Gucken wir hier nochmal auf der Ecke, da ist nichts mehr, dann können wir hier weiter, denke ich. Ja, wunderbar. Das ist der letzte Spinnsack. Hier liegt wahrscheinlich irgendwie Tagebuch oder so. Ich habe endlich den perfekten Ort gefunden, um meine Spinnenkolonie zu züchten, und er war tatsächlich die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Mein Keller. Warum habe ich da nicht früher dran gedacht? Warum hat das eigentlich noch niemand? Meine Spinnen werden groß und stark und ihre Seide wird mich reich machen. Endlich komme ich zu Reichtum. Endlich kein Knausern mehr beim Einkaufen in der Stadt. Das wird fantastisch. Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit Mary Portman geschehen ist. Sie hat die Spinnen gezüchtet. So, aber wie kommen wir da runter? Das ist die Frage. Ich finde den Ursprung der Eier. Das war nicht gekonnt. Da sollen wir uns sowieso nochmal umgucken. Hier kommt wahrscheinlich gleich eine riesige Spinne. Ah, guck mal. Ich hoffe, das ist die letzte Spinne. Jo. Eine Kreuzspinnenmatriarchin. Hat uns doch noch getroffen. Das war schon mal die Riesenspinne. Ah, perfekt. Haben alles ausgeschaltet. Da ist noch ein Spinnfangzahn. Ja, nimm mal alles immer mit, ne? Kann ja nicht schaden. Treffen wir gar nicht, die kleinen Viecher. Na, da wird bestimmt noch irgendwie so eine Königin sein. Wenn hier Eier gelegt werden, dann muss es auch eine Königin geben. Nein, jo. Halt! Das ist die letzte! Und sie ist wütend! Die unersättliche Spinne. Sie ist aber nicht so sehr stark. Okay, das war's schon. Für den Rest
meines Lebens Albträume haben. Ja. Das ist hier nicht für schwache Nerven. Zumindest nicht für die, die Angst vor Spinnen haben. Gut, tust keine mehr weh. Tschüss. Oh, da hinten ist auch noch eine Kiste. Ein Bücherstand bekommen wir dazu. Wunderbar. Und da, ein bisschen versteckt. Hinten in der Ecke. Blaugrüner Fransenschall mit Uhrwerkmotiv. Ja, jetzt müssen wir hier nur irgendwie aus diesem Keller wieder raus. Also, es ist immer noch ein Keller, ne? Keine Höhle, sondern ein Keller. Sind wir hier richtig? Ja. Und die Leiter wieder hoch. Und dann sollen wir nach Hogsmeade zurückkehren. Dort müsste Poppy auch noch auf uns warten. Ja, Sonne blendet ein bisschen. Ich würde sagen, dann können wir auch gleich unsere Gegenstände hier nochmal verkaufen. Aber doch schon wieder einiges gesammelt. Immer schade, dass das Inventar so schnell voll ist. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Ja, moin. So, was haben wir denn hier Schönes? Der kann weg, der kann weg. Ein paar Sachen müssen wir noch identifizieren. Machen wir dann, wenn wir das nächste Mal in Hogwarts sind, in unseren Raum der Wünsche. Da müssen wir sowieso noch hin und mit Deke sprechen. Für den sollten wir so einen männlichen Testral fangen. Das haben wir erledigt. Haben da so ein bisschen unsere Zauber zur Hilfe genommen. Weil anders, ja, haben die sich einfach nicht fangen lassen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ja, bis bald. Vielen Dank. Achso, das war der Keller, wo wir eingebrochen sind. Danke, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Ja, kein Problem, Siona. Crispin Dunn. Mr. Dunn, ich habe Neuigkeiten. Merlin sei Dank. Wie geht es meiner Mary? Sie wurde Opfer ihrer eigenen Gier. Es scheint, als hätte Mary in ihrem Haus Spinnen gezüchtet, um Profit zu schlagen. Und deren Vermehrungsfähigkeit gehörig unterschätzt. Oh, Mary, auf welche Machenschaften hast du dich eingelassen? Wenn sie in finanziellen Nöten war, hätte sie mich doch fragen können. Sie hat das nicht verdient. Oh nein. Tut mir leid wegen ihrer Freundin. Vielleicht hilft es, dass ich die Spinnen beseitigt habe. Es ist nun wieder sicher dort. Was? Sie haben die Spinnen beseitigt? Ich kann es kaum glauben, aber ich bin erleichtert. Ich schätze, als erstes helfe ich beim Wiederaufbau des Dorfes. Vor toten Spinnen brauche ich mich wohl nicht zu fürchten. Das brauchst du nicht mehr. Das ist die richtige Einstellung. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank für alles. Ich halte Sie über den Neuaufbau des Dorfes auf dem Laufenden. Schön, dass ich helfen konnte. Ich werde Ihren Laden beim nächsten Mal in Arrenshire besuchen. Für Mary, cool. Die von uns gegangen ist. Unheimliches Kuriositätenregal haben wir jetzt bekommen. Ach, guck mal, er hat sogar Sachen zu verkaufen. Die können wir jetzt schon einsehen. Steht Ihnen der Sinn? Aber das brauchen wir alles nicht. Schade. Vielen Dank. Ich dachte, er hat vielleicht was Interessantes. So, da wartet sie schon, die gute Poppy. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht.
Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin. Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Ja, das sollten wir machen. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Ja. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Das hängt mit Ranrock zusammen. Rookwood arbeitet mit Ranrock zusammen. Und der will etwas, das ich bei Gringotts gefunden habe. Fig hatte einen Portschlüssel, der uns nach dem Angriff dorthin brachte. Es ist eine lange Geschichte, aber Fig bat mich, sie vorerst für mich zu behalten. Meine Güte. Das wirft sicherlich etwas Licht auf das, was wir im Zelt gesehen haben. Ich werde dein Geheimnis hüten, als wäre es mein eigenes. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Okay. Ja, behalt das Geheimnis mal für dich. Ich weiß, wo sie ist. Furchtbar, wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Aber Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Okay. Sie meldet sich also wieder. Okay. Schauen wir mal in unsere Aufträge rein. Hier haben wir ja gerade nichts mehr, glaube ich. Weltkarte. Naja, gucken wir mal hier. Eine besorgte Mutter. Sprich mit Natti vor dem Wahrsagen-Klassenraum und sprich mit Sebastian in der Krypta. Das beides machen wir vielleicht nochmal. Ach, Peeves ist doch auch hier schon wieder irgendwo unterwegs. Das ist so frustrierend. Du wolltest mit mir sprechen, Mutter? Ich hatte gehofft, allein mit dir zu sprechen, Natsai. In der Nachricht hast du erwähnt, dass ein ungewöhnliches Wesen im Wald nahe Hogsmeade dir Sorgen macht. Das hätte alles sein können. Du weißt, was es war, Natsai. Ich darf das Schloss verlassen. Ich bin auch immer vorsichtig, Mutter. Vorsichtig? Officer Singer ist anderer Meinung. Sie schickte mir eine Eule, dass du versuchst, irgendwelche Beweise gegen schwarze Magier zu sammeln. Sie hat mich getadelt, weil ich nicht besser auf dich Acht gebe, und sie hat recht. Ich will, dass du Hogsmeade bis auf Weiteres fernbleibst. Aber Mutter! Meine kleine Gazelle, du hast gute Absichten, aber du darfst dich nicht mit gefährlichen Leuten anlegen. Wenn jemand sich in Matabeleland eingemischt hätte, wäre Vater noch bei uns. Ich muss zum Unterricht. Vielleicht kann dein Freund dich ja zur Vernunft bringen. Tja, die Sorgen einer Mutter. Das ist so frustrierend. Man kann es nachvollziehen. Sie hört mir einfach nie zu. Sie hat dich kleine Gazelle genannt. Ist das ein Kosename in eurer Heimat? Der gilt nur für mich. Ich bin das ungewöhnliche Wesen in Hogsmeade, von dem sie sprach. Selbstverwandlung wird in Hogwarts nicht gelehrt. Deshalb schrecke ich etwas davor zurück, sie zu praktizieren. Aber ich bin eine Animaga. Und in meiner Gazellengestalt konnte ich bisher immer frei das Hochland durchwandern. Sehr zum Ärger meiner Mutter. So konnte ich Rookwood und Harlow ausspionieren. Das ist ja interessant. Wie bist du ein Animagus geworden? Wurdest du als Animagus geboren oder hast du es erlernt? Animagi werden nicht geboren. Der Prozess ist kompliziert. Man muss ein Alraunenblatt einen Monat lang im Mund herumtragen. Dann legt man das Blatt in eine Kristallfiole, um es dem Mondlicht auszusetzen. Danach fügt man eines seiner Haare bei. Und das ist erst der Anfang. Selbstverwandlung ist in Ouagadou unter Schülern alltäglich. Aber Professor Weasley findet sie zu gefährlich, um sie in Hogwarts zu lehren. Wählst du deine Animagus-Form selber aus? Kannst du auswählen, welche Gestalt dein Animagus annimmt? Nein,
Die Animagus-Gestalt eines Menschen hängt von seiner Persönlichkeit ab. Meine Mutter meint, dass ich mich in eine Gazelle verwandle, weil ich so anpassungsfähig bin. Ich glaube, es liegt daran, dass ich Gefahr wittern und die Nerven behalten kann. Wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an, sich in ein Tier zu verwandeln? Naja, am Anfang war es ziemlich anstrengend. Ich verspürte stechende Schmerzen und das starke Pochen zweier Herzen. Aber von Mal zu Mal wird es leichter. Ich verspüre keine Schmerzen mehr und finde den zweifachen Herzschlag sogar ganz angenehm. Und ich betrachte die Welt gerne aus einer anderen Perspektive. Das ist ja echt interessant. Das ist unglaublich, auf jeden Fall. Jetzt ergibt der Spitzname Sinn. Was für eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ob? Ich liebe das Verwandeln. Aber Mutter ist davon nicht so begeistert. Sie findet kein Wesen, vor allem kein so seltenes wie eine Gazelle, sollte in einer Gegend herumstreuen, in der so viel gewildert wird. Sie sagt, sie habe ein Unglück vorhergesehen, das mir in Gazellengestalt widerfährt. Aber sie nutzt ihr inneres Auge zu oft, um mich zu kontrollieren. Ich glaube ihr nicht mehr. Ja, deine Mutter darf uns nicht aufhalten. Wir lassen mal einen schlechten Einfluss spielen. Wir machen Fortschritte. Wir können nicht aufhören. Stimmt. Ich habe nie ans Aufhören gedacht. Keinen Augenblick. Du hättest fliehen können, als du erfahren hast, dass Rookwood, Harlow und Ranrock hinter dir her sind. Aber das bist du nicht. Und ich werde auch nicht fliehen. Ich muss Rookwood und Harlow erledigen. Ich verstecke mich nicht. Meine Mutter kann nicht immer wissen, wo ich bin. Danke, cool, dass du bei diesem eher unangenehmen Gespräch dabei warst. Ja, kein Problem, machen wir doch gerne. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.